So, da sind wir mal wieder. Herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und im heutigen Video gibt's die Jackery 500. Und wie immer nach einem kurzen Intro geht's los. Viel Spaß! Ja, und wie immer gilt natürlich, das Teil hier hat mir Jackery für dieses Video zur Verfügung gestellt. Und nicht nur die Powerbank, sondern... wir haben auch noch die Solar Saga 100. Die zeige ich euch in diesem Video auch. Wie immer, und das ist mir ganz wichtig, ich sage hier meine Meinung. Und da muss jeder Hersteller mit leben, wenn er uns Produkte schickt. Ich finde, da habt ihr einen Anspruch drauf, dass man das Ganze auch ehrlich bewertet. Gut, fangen wir mal mit dem Ding hier an. Das Ganze nennt sich Jackery 500 und die Powerbank hier ist das mittlere Modell einer Serie, die Jackery hat, eine kleine mit 240 Watt und dann haben wir noch eine große 1000er, die hier, ich sag mal, ist für unsere Zwecke erstmal völlig ausreichend für die Dinge, die wir haben und wir schauen uns jetzt mal an, was diese Powerbank an Features hat. Und da starten wir als erstes mal mit dem Lieferumfang. Mit dabei, ist jetzt schon ein bisschen schmutzig, ich habe es schon einige Wochen jetzt im Einsatz, aber jetzt in dieser Woche vorm Black Friday kommt das Video raus, da gibt es auch nochmal besondere Angebote, es gibt vor Weihnachten auch nochmal Angebote, findet ihr alles unten in der Infobox. Also, hier ist ein kleines Täschchen dabei und in diesem Täschchen sind zwei Ladegeräte, einmal das ganz normale Zigarettenanzünderkabel, 12 Volt mit, oh, sagen wir mal, gut 2 Meter Kabel. Und das macht auch einen hochwertigen Eindruck. Das ist recht dick, das Kabel. Kommen wir nachher aber nochmal zum Thema Ladeleistung. Und dabei ist dann auch noch ein 230 Volt Ladegerät. Sieht so aus und darüber kann ich dann die Powerbank auch noch am, wir haben normalen 230 Volt Haushaltsanschluss laden. Legen wir auch mal auf Seite, werden wir nachher auch noch testen. Jo, das ist der Karton, den wollt ihr ja nicht unbedingt sehen, also kommt der weg und wir gucken uns mal das Gerät an. Von der Verarbeitung her, klar, es ist Kunststoff. Als die Mail kam von Jackery, habe ich gedacht, schon wieder was aus China, aber weit gefehlt. Jackery ist eine Firma mit Sitz in Kalifornien. Aber wer hier unten aufs Typenschild guckt, auch die hier ist made in China. Von den Anschlüssen her, gucken wir uns das mal an. Wir haben einen 230 Volt Ausgang mit einer reinen Sinuswelle. Das Ganze mit einer maximalen Leistung von 500 Watt. Ja, das reicht jetzt natürlich nicht, um die Fritteuse zu betreiben oder einen Föhn. Aber für die normalen Anwendungen, die wir hier bei Avanti on Tour haben, mal eine Drohne zu laden oder mal den Laptop zu laden, reicht das völlig aus. Und da ist es auch schön, dass wir eine reine Sinuswelle haben. Das Ganze wird über einen gesonderten Schalter ein- und ausgeschaltet. Allerdings, das zeige ich euch nachher noch, im 230-Volt-Betrieb fängt der Lüfter doch vernehmlich anzulaufen, stört ein bisschen. Also das ist, will nicht sagen laut, aber man kann ihn schon wahrnehmen. Wir haben dann hier in der Mitte drei USB-Ports. Leider, und auch das muss man sagen, leider nur Type A. Fast Charge haben wir hier leider nicht. Und von einem 100 Watt USB Type-C Ausgang will ich hier gar nicht träumen. Aber auch das, was vorhanden ist, ist sehr solide gemacht. Auch hier wieder ein extra Schalter. Und darüber kann ich dann diese Ausgänge schalten. Wir haben hier noch einen 12-Volt-Ausgang. Eigentlich haben wir drei. Das hier ist der ganz normale Zigarettenanzünder. Auch der wird über einen gesonderten Schalter ein- und ausgeschaltet. Und wir haben hier nochmal zwei 8 mm DC-Ausgänge. Die sind leider bei uns in Deutschland nicht unbedingt verbreitet, ist wahrscheinlich eher so dem asiatischen oder amerikanischen Markt geschuldet, dass man das hier noch mit eingebaut hat.
Und wir haben hier oben noch einen Eingang. Und auch der ist leider nur in einem 8 mm DC ausgeführt. Man ist dann wirklich hier auf diesen Stecker festgelegt. Ja, hier an der Seite ist dann noch eine LED-Leuchte. Die kann ich hier auch über einen Schalter einschalten. Ja, die soll auch SOS blinken, aber wenn man das hier länger hält, das ist nicht SOS, Leute. Das ist SO. Und dann fängt es wieder vorne an. Vielleicht da auch mal nochmal nacharbeiten. Ne? Also das ist kein SOS. Aber wie gesagt, Spielerei, die Leuchte an sich tut's. Gucken wir jetzt mal, wie wir dieses Ding geladen kriegen. Und die schönste Ladung ist natürlich, wenn es keinen Strom kostet, wenn wir uns den Strom selber machen können. Und dafür haben wir hier das Solarsaga. Das zeige ich euch gleich mal noch draußen. Was das Solarsaga auf jeden Fall Schönes hat, ist hier oben nochmal so eine integrierte Tasche. Da ist dann das Kabel drin. Natürlich auch wieder mit dem 8 mm DC-Eingang bzw. Ausgang für da rein. Was sie aber hier gemacht haben, sie haben hier oben direkt noch zwei Lademöglichkeiten. Ne? Einmal einen normalen USB Type A und hier ist jetzt wirklich auch ein USB Type C Ausgang drin. Finde ich super gemacht. Das Ganze, ja, wie gesagt, mit Magneten, aber dafür gehen wir jetzt mal raus. Ja, so sieht's aus. Ja, wir haben hier so Aufstellfüße, zwei Stück, und das Ganze wird magnetisch gehalten. Ja, zack. Und es hat zum Glück hier auch noch Ösen, um es irgendwo aufzuhängen oder halt mit den Magneten, die wir von Timos Steel.de kennen, irgendwo am Fahrzeug zu befestigen. Das könnte man hiermit auch machen. Ja, Wirkungsgrad gibt Jackery mit 23% an für dieses Solarpanel. Und damit liegt es in der oberen Kategorie. Ja, das ist natürlich im November schwierig, aber wir haben ein bisschen Sonne da oben. Ja, hier im Garten. Und ja, ihr seht es auf dem Display. Ja, 37, 38 Watt kommen rein. Ich habe es jetzt mal noch versucht, ein bisschen steiler zu stellen, aber auch dann kommen wir maximal an 40 Watt ran. Was aber wirklich jetzt im November bei den Verhältnissen völlig in Ordnung ist. Ja, und je mehr sich jetzt natürlich der Nebel da oben auflöst, aber wir haben jetzt schon halb eins, umso höher geht's hier. Aber ich fürchte, viel mehr ist im Moment nicht drin. So, dann wollen wir jetzt auch mal die Ladung testen mit 12 Volt. Da unten haben wir eine Steckdose, die soll 180 Watt bringen. Stöpseln wir das mal hier hin. Wir starten jetzt mal noch nicht den Motor, sondern ich mache mal nur die Zündung an. Und dann sehen wir 60 Watt. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Und jetzt versuchen wir mal den Motor zu starten. Gucken wir mal, was dann mehr kommt. Ja, und hier sehen wir jetzt schon die, ja, eines der Probleme dieser Box. Das muss man ganz klar sagen. Der Input geht nicht über 90 Watt hoch. Ne, obwohl die Steckdose mehr könnte. Aber intern scheint das bei dem Jackery bei 90 Watt abgeregelt zu sein. Und das Ganze gucken wir jetzt mal noch bei 230 Volt. Ja, und da werdet ihr genau das sehen, was ich eben auch schon im Auto gesagt habe. Die Ladeleistung hier geht nicht über 85 Watt hinaus.
Und das ist natürlich für eine, ja, für eine Box mit einer Kapazität von 500 Wattstunden ja, einfach zu langsam, bis die dann mal vollgeladen ist. Also zumindest im Netzbetrieb bei 230 Volt hätte ich mir eine höhere Ladeleistung gewünscht. Ja, und wenn wir jetzt mal hingehen kann das natürlich eine Zeit lang dauern, bis hier das anfängt zu laden. Und dann wollen wir gleich mal hören, wie der Lüfter arbeitet. Wir sehen jetzt, wir haben nur durch den Drohnenakku knapp 60 Watt im Output. Und das dauert in der Regel ein, zwei Minuten. Dann fängt der Lüfter an. So, ich hänge mal noch einen zweiten Akku dran. Ja, jetzt sind wir bei 70 Watt im Ausgang. Also immer noch Luft genug nach oben, bis wir hier mal irgendwie an die 500 Watt rankommen. Ja, ich habe jetzt mal wieder das vordere Mikro angemacht an der GoPro und ich denke, das kann man jetzt recht gut hören. Ne? Was hier allerdings gut ist, zumindest beim Laden über 230 Volt, bleibt der Lüfter aus. Ja, das ist jetzt wirklich nur, wenn ich den internen Wechselrichter benutze. Kurzes Fazit zum Schluss. Da muss man sich natürlich auch am Markt orientieren und muss gucken, wie andere Mitbewerber das Ganze hinbekommen. Und da reicht es eigentlich heutzutage nicht mehr, nur einen 230 Volt Ausgang anzubieten und mit ganz normalen 2,4 Ampere USB Type A Anschlüssen zu arbeiten. Größte Manko für mich ist tatsächlich die sehr geringe Ladeleistung über alle drei Anschlussarten hinweg, egal ob das Solar ist. Klar, das ist durch das 100 Watt Panel limitiert nach oben. 12 Volt geht es auch nicht über 80, 85 Watt. Und ja, wir haben es eben gesehen, im 230 Volt Ladebetrieb ist auch bei 85 Watt Schluss. Also da denke ich, sollte man auf jeden Fall nochmal nachbessern. Mit dem Lüftergeräusch kann ich leben, das ist kein Thema. Ansonsten für uns wirklich eine gute Sache, um jetzt mal zwischendurch in der Zeit, wo wir kein Wohnmobil haben, mal unterwegs, wenn wir mit den Fahrrädern losfahren, zwischendurch mal die Akkus zu laden von den E-Bikes. Dafür ist das Ding völlig in Ordnung. Ich sage vielen, vielen lieben Dank an Jackery für das Gerät. Wie gesagt, unten in der Infobox findet ihr noch Hinweise zu Rabattaktionen, die jetzt in den nächsten Wochen bis Weihnachten noch laufen. Schaut da einfach mal rein, wenn das Gerät für euch interessant ist. Lieben Dank fürs Zusehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss!